Endlich geht es weiter. Der nächste Content Creator Cocktail ist am Start. Und wie ich auf Twitter schon ein bisschen angeteased habe und auch schon im Streamer erzählt habe, dieser Cocktail, den widmen wir Dadukart. Mittlerweile ist es ein Meme, mein Alter. Was viele aber nicht wissen oder verdrängen, bin ich mir nicht ganz so sicher, Dadukart ist nur ein paar Tage jünger als ich. Eigentlich ist er genauso alt wie ich, ja. Und deswegen habe ich einen Cocktail rausgenommen, der auch dieses Alter widerspiegelt. Den Klassiker, den OG, den auch fast mit bekanntesten, jedenfalls in unserem Alter vorhandenen Cocktail, den Old Fashioned. Der Old Fashioned ist ein recht simpler Cocktail. Er hat prinzipiell nur drei Zutaten, aber natürlich müssen wir den ein wenig wilder machen, damit das ein bisschen an Dadukart angepasst ist. Ich stelle euch mal kurz die Zutaten vor, die wir heute haben, beziehungsweise unser Equipment heute, denn wir müssen da ein bisschen was zaubern, ja? Und das werde ich euch jetzt mal vorstellen. Wir haben unseren Tumbler, ein ganz normales Glas. Wir haben einen weißen Zuckerwürfel. Wir haben Cocktailbitter, also Angostura. Wir haben unseren Stößel für unseren Zuckerwürfel. Ein wenig Selta. Klassischerweise benutzt man dann einen Bourbon. Ich habe den Nikka Whisky ausgesucht, einen japanischen Whisky, denn mit Dadukart verbinde ich persönlich Japan. Dazu kommt, dass es nicht ein 0815 japanischer Whisky ist, denn da gibt es auch günstige Varianten. Nein, das ist einer, der war schon vom preislichen etwas höher, vor allem weil das eine 0,5 Liter Flasche ist. Dann haben wir natürlich, mittlerweile habe ich ja ein bisschen Equipment gekauft, leider ist mein Barlöffel noch nicht da, deswegen rühren wir gleich mit Stäbchen um. Ich dachte, das wäre ganz witzig. Wir haben unseren Portionierer, damit ich jetzt nicht mehr verkacken kann mit 2 oder 4 cl, ja, damit ihr zufrieden seid. Wir haben Eiswürfel. Normalerweise brauchst du ein richtig schönes, großes Stück Eis, was ins Glas passt und fertig. Du nimmst normalerweise nur einen großen Eiswürfel. Die Mittel habe ich nicht, deswegen gibt es halt 2, 3 kleine normale Eiswürfel. Sollte okay sein, hoffentlich. Und unsere letzte Zutat ist die Zutat, die den Cocktail besonders macht bzw. wild macht. Ja? Ich habe mir überlegt, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis dieses Video gekommen ist. Ich musste mir so kleine Sprühflaschen kaufen, denn ich wollte eine wilde Note haben. Und passend dazu ist Absinth. Das Ding ist aber, ich möchte keine 2 cl Absinth oder 1 cl Absinth da drin haben, sondern ich möchte nur das Aroma vom Absinth da drin haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich fülle das in eine kleine Sprühflasche um und ich besprühe damit nur das Glasinnere. Das heißt, dass du das Aroma von diesem Absinth hast, aber nicht primär den Geschmack. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das ist eine ganz andere Geschichte, das müssen wir austesten, ja. Ich bin auf die Idee gekommen, das so zu tun und ich dachte mir, okay, probieren wir das einfach mal aus. Und bevor das irgendjemand mir unterstellt oder sonst irgendwas, ich weiß, dass es Cocktails gibt, die sowas benutzen, die quasi Aroma in so Sprühflaschen haben und das dann einsprühen. Welche das jetzt sind, weiß ich nicht, ich habe damit selbst noch nie gearbeitet, deswegen wir gucken einfach mal, wie es laufen wird und wie es letztendlich rüberkommt und auch ob es was bringt oder ob das komplett verfliegt durch den Whisky, durch die Aromastoffe, was auch immer. Okay, wir starten nun auch mit diesem wilden Gerät. Ja. Wir haben hier Absinth drin, den Absinth, den wir letztes Mal auch benutzt haben für den dilettantischen Cocktail. Bedeutet also, wir haben da eine Verwendung für. Wir sprühen das 2, 3 schöne Sprühe ein. Zählt nicht mit, das waren 2, 3. Legen dann unseren weißen Zuckerwürfel in die Mitte. Und jetzt kommen 2, 3 Dashes vom Angostura rein. Das ist ein Bitterlikör, kann man das so nennen. Der hat auch knapp 50% Umdrehung, 44,7%, und ist halt gerade für die klassischen Whisky-Cocktails gedacht und da wird er im Grunde auch immer benutzt. Jetzt haben wir ein bisschen Selta draufgekippt, damit wir den Zuckerwürfel ein wenig zerstanzen können, damit wir den gut unterrühren können mit dem Eis und dem Whisky. So, die nächste spezielle an Dadukart angepasste Zutat ist natürlich der japanische Whisky und ich habe ihn da drüben schon mal getrunken, diesen Nikka Whisky, und der ist wirklich lecker. Den kann man echt so mit einem Schuss Wasser sich auf jeden Fall geben.
Ist nicht ohne, denn auch mit knapp 50 Umdrehungen ballert der auch schon ganz gut rein. So, normalerweise kommt da jetzt klassisch auch ein Stück Eis rein, ein großes Stück Eis, damit es auch Volumen gibt und das Ganze dann auch besser aussieht im Glas. Habe ich nicht, deswegen haben wir jetzt in diesem Augenblick zwei Eiswürfel da drin. Das Ganze wird normalerweise auch mit einem vernünftigen Cocktaillöffel umgerührt. Ich benutze meine klassischen japanischen Stäbchen, ja? Die habe ich aus Japan tatsächlich auch gekauft. Wir nutzen die Rückseite einfach mal, denn ich möchte hier einfach nur mal ein bisschen damit rumspielen. Wir rühren das ein bisschen um. Der sollte nicht zu viel gerührt werden, so viel ich weiß. Aber ich bin ja auch nur ein Pleb und kein Profi. Deswegen nicht immer alles auf die Goldwaage legen, was ich hier erzähle. Ich versuche mein Bestes. Und wenn das nicht perfekt ist, dann lerne ich bestimmt auch noch mit der Zeit dazu. So ein klassisch kommt, glaube ich, Zitrone und Orange, wenn ich mich nicht täusche, in den Old Fashion für ein bisschen extra Aroma. Aber wir machen das jetzt einfach mit einer Orange und einer Limette für ein bisschen Geruch und ein bisschen Aroma am Glas. Legen wir hier so rein. Wie gesagt, normalerweise kommt da ein großes Stück Eis rein, sodass die Beine dann auch noch stehen können über Kreuz. Aber das sollte so reichen für unsere Experimente. Das heißt, der Kollege hier ist der Dalucard Old Fashion. Ein japanischer Whisky mit Absinth-Aroma verfeinerter Old Fashion. Ein bisschen im Dadosh-Stil, bedeutet also nur die Hälfte davon ist klassisch korrekt, denn die andere Hälfte besitze ich nicht. Aber wir machen das Beste draus und ich bin gespannt, wie er schmeckt. Gucken wir mal. Auf euch. Okay. Okay, aber man schmeckt deutlich natürlich den Whisky raus, aber nicht unangenehm. Der ist super mild, wirklich super mild. Ich habe in der Nase die ganze Zeit so einen ganz leichten Anisgeruch durch halt den Absinth, aber auch so ein bisschen das Fruchtige. Das ist wirklich eine gute Kombo. Ich würde es, glaube ich, auch ohne Absinth machen, weil, wie gesagt, ich bin kein Anis-Fan. Aber wenn man Anis mag, dann ist das echt eine gute Geschichte. Ich muss gestehen, der schmeckt mir gut, obwohl der halt so simpel ist. Also diese paar Zutaten, eine Menge Aroma, ein Zuckerwürfel, der ist echt gut. Den kann man sich, wenn man einen stressigen Tag hatte, echt mal genehmigen. Ich gebe diesem Dalucard Old Fashion 8,5 von 10. Das ist schon echt nicht schlecht. Ich bin überrascht. Positiv überrascht. Das war es auch schon wieder mit diesem Cocktail-Video. Ihr habt schon gemerkt, hier wunderschönes Christmas-Merch. Könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Genauso auch wie den Gaming-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dalucard ist ebenfalls verlinkt, schaut bei ihm vorbei und lasst mir Vorschläge da für die nächsten Cocktails weiterhin. Welche Influencer soll ich benutzen? Das hört sich falsch an. Welche Content Creator sollte ich in Cocktails verwandeln, wenn man das so nennen möchte? Haut mir in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.